Hier ist es unter Wasser auch immer ein bisschen zu dunkel. Oder du brauchst einfach nur eine Biotoxin-Farm. Dann ist Noantemerus Cinedaria genau die richtige Kreatur für euch. Was sie alles kann und wie ihr sie zähmt, erfahrt ihr hier in ihrem Guide. Und wenn euch der Guide gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Viel Spaß! Die Noantemerus-Quallen spawnen überall da, wo auch die normalen Quallen spawnen würden. Wenn ihr die Mod frisch installiert habt, solltet ihr auf jeden Fall einen Dino-Kill machen, damit alle noch existierenden Quallen gelöscht werden und durch die Noantemerus-Quallen ersetzt werden. Wenn ihr von Myrm außerdem noch die Glaukos-Mod installiert habt oder die Archello-Mod von Ark Editions, dann habt ihr dadurch zusätzliche Quallenspawns, denn beide Viecher lassen jeweils dann Noantemerus-Quallen bei sich mit beispawnen, die ihr dann leichter zähmen könnt. Die Quallen haben Basiswerte von 258 Leben, 120 Ausdauer, 1380 Food, 50 Gewicht und einem Basisschaden von 40. Warum man unbedingt lieber Quallen haben will, als Quallen zu suchen und sie zu töten, ist ziemlich klar, wenn man keine Mod hat, die einen diese Quallen spawnt. Denn die sind scheiße schwierig zu finden, gerade auf The Island. Deshalb ist die Fähigkeit, dass sie passiv Biotoxin herstellen, sehr, sehr nützlich. Ihr könnt sie nicht züchten, aber sie stellen es einfach passiv in ihrem Inventar her, haben einen riesig langen Spoiltimer drauf und können euch so einfach dann im Late Game super unterstützen. Die zweite Fähigkeit ist, dass sie leuchten und euch so auch eure Base oder Unterwasserbereiche hell erleuchten können. Ihr seht hier den Pool mit ein paar Quallen drin und der leuchtet einfach von 10.000 Kilometer Entfernung. Auch unter Wasser ist es damit immer schön hell, schön erleuchtet und ihr könnt definitiv auch mitten in der Nacht mehr als genug sehen. Die Leuchtintensität könnt ihr außerdem noch einstellen, indem ihr das Action Wheel der Quallen öffnet. Da habt ihr hier einmal Toggle Light Intensity und könnt das von 0 bis 50 hochstellen. Und je höher ihr es stellt, desto mehr leuchtet die Qualle herum. Und die Noantemerus Quallen können natürlich immer noch schocken. Wie gut sie schocken können, hängt davon ab, welche Dragweight die Kreatur hat. Der Mantaher hat ziemlich wenig, deshalb wird der auch wieder im Stunlock gehalten und wird von einer Gruppe von Quallen auch relativ schnell wieder ausgenockt, beziehungsweise direkt gefressen. Bei größeren Kreaturen sieht das Ganze anders aus. Je größer die Kreatur ist, desto weniger lange hält dieser Stun, desto weniger effektiv ist er. Außer ihr habt eine Qualle in der Größe 3.0. Das ist die größte Qualle, die ihr finden könnt und die ist auch verdammt selten. Ich habe bisher vor Ewigkeiten mal eine wild gefunden. Die hat die Fähigkeit, einen sehr, sehr starken AOE-Stun zu machen. Und der hält auch ziemlich gut, ziemlich intensiv und auch bei Kreaturen, die ein sehr hohes Dragweight haben. Alle anderen Quallen sind größentechnisch einfach nur optisch schöner anzusehen. Die Noantemerus Jellies sind Fleischfresser. Das heißt, am liebsten an Fleisch nehmen sie Hammelfleisch, gefolgt von Primemeat, gefolgt von normalem Fleisch. Fishmeat geht auch, ist aber nicht so effektiv. Am allerliebsten nehmen sie Simple Kibble, das sind die Grünen. Und als Passive Tames schwimmt einfach hin, drückt den Futter rein und die Kollegen sind dann auch für 30 Sekunden friedlich zu euch. Das heißt, wenn ihr sie einmal anfüttert und ihr lasst den Hunger dann ein bisschen droppen, dann könnt ihr sie praktisch instant zähmen. Aber wie ihr seht, auch der Stun ist komplett überarbeitet bei der Mod und sie halten euch nicht in einem Stunlock fest und ihr könnt nicht mehr entkommen, sondern das ist ein ziemlich angenehmer, moderater Stun und das Thema ist sehr schnell gegessen und die Jelly gezähmt. Mit dem Noantemerus Ammonite könnt ihr zudem einfach noch hingehend den Ammonite Camouflage anmachen und dann greifen sie euch gar nicht erst an. Damit wäre fast alles Wichtige zu der Noantemerus Qualle gesagt. Wie alle Noantemerus hat auch sie einige Ini-Einstellungen, die ihr benutzen könnt, um zum Beispiel den Stun der Originalqualle wiederherzustellen, um den großen AOE-Stun der 3.0er-Qualle zu deaktivieren oder zu aktivieren und noch ein paar andere Einstellungen, die Agro-Reichweite etc. pp. Angehen. Außerdem gibt es auch hier wieder mehrere Varianten. Neben der normalen Variante wird es sehr bald auch eine Archaeology-Variante geben. Es wird eine Aberrant-Variante, eine X-Variante und eine Ghost-Variante geben. Damit war es das für diesen Guide. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer eigenen Quallenfarm und wir sehen uns im nächsten Guide. Ciao!